Ich bin wahrscheinlich Teilschwabe, obwohl ich hier geboren bin. In Aalen, im Herzen des Schwabenlandes, der Perle der Ostalb. Und es gibt viele positive Eigenschaften, die ich sehr gern angenommen habe. Es gibt andere, wie das mürrische Moment und das kritisch Bruddelnde. Das sind Dinge, die ich mir nicht zu eigen gemacht habe. Nein, also von Bauten unserer schwäbischen Region bin ich in keinster Weise beeinflusst, überhaupt nicht. Aber sehr von der Natur, von der Landschaft. Ich bin aufgewachsen am Rande dieser kleinen Stadt Aalen und habe quasi heute noch den Geruch der Felder und der Bäume in der Nase. Schauen Sie, das ist wahrscheinlich das radikalste Gebäude der Neuzeit, das ich dort gemacht habe. Und es ist mit einem gewissen Glück verbunden, auf einem Grundstück, das man nicht so leicht einsehen kann. Und deshalb ist das Haus rundherum transparent. Und das Großartige ist, in dieser Transparenz, oder man kann auch sagen, in Licht und Luft zu leben, weil man wacht auf und kann 360 Grad um sich schauen. Man sitzt am Tisch und man sieht die Vögel, die Raubvögel und andere das Haus umkreisen. Wir arbeiten nicht mit dekorativen, mit zeitgenössischen oder geschmäcklerischen Elementen und wir unterliegen schon gar keiner Modeströmung, sondern wir sind auf der Suche, ich betone auf der Suche nach Dingen, die beispielsweise in unserer Branche, sagt man, die Ehrlichkeit der Konstruktion oder die Materialgerechtigkeit einer Fügestelle zwischen zwei oder drei verschiedenen Dingen. Es ist ein schwieriges Ringen zwischen den Interessen der Stadt, den Interessen der Bauherrschaft, zwischen ökonomischen, ökologischen Interessen, und Bauen ist ja auf der einen Seite immer der Produktionsversuch menschlicher Heimat, also auch eine hohe moralische Verantwortung, die wir extrem wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist es eine Projektion in die Zukunft.